Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die griechische Kampagne abgeschlossen und begeben uns jetzt in die dritte Kampagne, und zwar die orientalische Kampagne. Ich habe natürlich wieder das Team gewechselt. Diesmal spielen wir die Dynastiten. Wir haben als Hauptcharakter Wu Xing'an, Ping Pong, Tao, Bye Bye und Karma, Sutra. Ja, Grabstein haben wir hier, Sonnenwaffe haben wir, Super Nilpferd, in Uta Mardenia und Sounds auf Deutsch. Na, ich auch nicht mehr wissen, verstehen, was die sagen. Und ja, dann würde ich sagen, wir beginnen die Story. Der Kaiser hat ihren, konnte ich lesen. Der Kaiser hat von den inneren Streitereien die Nase voll und gedenkt, einige seiner Kriegsherren die Köpfe aneinander zu stoßen. Das heißt im Klartext, sie als sein getreuer Diener sollen diese Prügelstrafe austeilen. Jeder Kriegsherr hat eine besondere Schwäche, die sie ausnutzen können, um ihn gefügig zu machen. Für jemanden mit ihren Talenten sollte das nicht allzu schwierig sein. In Niedergang der Kriegsherren. Oh, geil. Und da haben wir das orientalische Intro. Was auch schon wieder ein bisschen stotter. Ich weiß nicht, was das soll. Los, trau dich. Dann nennt man ja auch irgendwie so, wenn man sich selber aufschneidet, ne? Was? Voll brutal. Einer hat ein Schwert durch den Kopf, der eine wurde der Kopf abgebissen. Und keine Ahnung, der andere, der sah aus, als hätte er nur simuliert. Irgendwie daneben geschlagen, egal. Mal gucken, wie gut ich mich anstelle. Ich hoffe ja, der Schwierigkeitsgrad tut nur langsam wieder aufsteigen. Oh, ein japanischer Garten. Aber wir befinden uns ja mehr oder weniger in der 11. Level. So friedlich, so still. Und so, wie es aussieht, ziemlich kalt. Aber es wird ja bald heißer werden. Ach, das bin auch nur ich. Kochend heiß. Ja, da bin ich. Oder jemand anders, der auch so aussieht wie ich. Darf ich vorstellen? Der Kaiser. Er ist nicht glücklich. Seine Kriegsherren sind außer Kontrolle geraten. Natürlich sehe so aus wie der. Er braucht ihre Hilfe, um sie zu zähmen. Mir in die Fresse. Ha. Hier ist auch schon der erste Kriegsherr. Schauen Sie ihn an, was für ein Trottel. Ihm muss eine Lektion erteilt werden. Wischen Sie ihm das Grinsen vom Gesicht. Einfache Schlacht, bitte. Und denken Sie daran, dass Sie für die Sicherheit des Kaisers sorgen müssen. Oh, super. Alles verstanden? Na dann los, mitten in die Fresse. So, Ihre Ziele. Sie und der Kaiser müssen um jeden Preis überleben. Kriegsherr 1 hat von niemandem Respekt und muss eliminiert werden. Kriegsherr 2 respektiert Stärke. Zerstören Sie seine Gebäude und umstellen Sie seine Festung. Okay. Da kann ich ja nochmal alles wieder abrufen, ne? Okay. 1 hat von niemandem Respekt und muss eliminiert werden. Okay. Stärke, okay, seine Gebäude und umstellen Sie seine Festung. Kein Leid zu fügen, okay. Kriegsherr 3 respektiert Reichtum. Errichten Sie ein Wunder, um ihn zu zeigen, wie wohlhabend Sie sind. Er wird allerdings versuchen, dasselbe zu tun. Ja, super. Ah. Bin ich nur einer? Hahaha, ich habe kein Dingens. Na, wie viele sind wir denn? Ich glaube, wir sind doch 4. Da gehe ich doch nicht hin, ey. Hallo? So, was haben wir denn alles? 20 Stück, meine Güte. Da kriegst du 1, da ist er. Den soll ich so erledigen, ne? Ja, ist einfacher gesagt als getan. Wo ist denn der Rest hiervon? So und so zu treffen, ne? Ich glaube, der ist nicht tot, oder? Komm schon! So, ich glaube, der ist tot. Den sollten wir ja so töten, ne? Wie jetzt? Was zum... Oh. Sieht's denn hier aus überhaupt? Ist hier nur einer bis jetzt?
So, noch einer. Am besten ich gehe mit einer Bazooka oder so darüber und schieße den einfach ab. Ja, das mache ich als nächstes. Oh, er wirft eine Granate. Wie süß. Ja, mit dem Schwierigkeitsgrad halten die sich noch ein bisschen zurück. Okay, gut. Dann ist er. Wow, sehr gut. Dann ist er eigentlich die 11. Level, ne? Aber es ist die 1. Level vom von der orientalischen Story. Jetzt weiß ich nicht, ob sich der Schwierigkeitsgrad sozusagen zurücksetzt und das will ich mir jetzt holen. Oder ob der durchgeht halt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Boah. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, ob man da durchfallen kann. Gebäude reparieren. Yay. Ja, super. Ich schleich mich an ihn ran, ey. Nein, der Versuch. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Perspektive-Actor? Au. Nicht mein Hauptcharakter, Mann. Boah. Ich glaube, den muss ich echt mit der Balliste hier fertig machen. So doof, ich kann kein einziges Ding hier. Ist an der Dingens hier eine. Hat meinen Schaden erhöht. Ich habe ja noch eine ganze Menge Sachen. So. Ich kann ihn doch so platt machen, ne? Ich werde ihn doch irgendwie so treffen, ey. Jawohl. Er ist tot. Kann ich noch irgendwann abschießen? Das ist eine Festung. Da kommt der zweite Wahllauf, kommt wahrscheinlich mit neuen Gebäuden und also was, ne? Boah, guck dich mal an den Schaden an, den wir angerichtet haben. Ja, das war ja nicht so schwer. Nö, fand ich auch nicht. Hoffen wir, dass der nächste Kriegsherr ein genauso leichter Fall ist. Das sieht auch aus wie ich, Mann. Der Kaiser sagt: Mitten in die Fresse. Umstellen Sie die Festung dieses Kriegsherrn. Umstellen Sie sie mit Gebäuden. Versuchen Sie hier zu bauen. Ja. Pf. Und hier. Töten Sie den Kriegsherrn nicht. Da sind aber mehrere. Der Kaiser hat Pläne für ihn. Und denken Sie daran. Sorgen Sie für die Sicherheit des Kaisers. Wir wollen ja keinen schlimmen Unfall erleben. Nein, wir doch nicht. Bereiten wir dann mal los. Bin ich jetzt wieder dran? Bitte, jawohl. Da habe ich jetzt Gebäude, die ich bauen kann. Ich glaube nicht, ne? Wo muss ich doch, hallo? Hm. Wie? Oh, okay. Dann komm mal her. Wow, perfekt. So. Hilfe! Samurai Fred, ey. Ich bin überhaupt. Ja, ich habe den Gutschaden angerechnet. Was zum Teufel? Warum hat das denn jetzt Schaden? Komm. Ja, ne, der Typ ist ja auch noch da, verdammt. Boah, Entschuldigung. Soll ich voll aufgestoßen? Beim Stück gehört so. Ich blute. Wo ist denn der Kaiser überhaupt von uns?
Ich glaube, der ist noch bildlich irgendwie da. So, die Waffen. Ja, ne, vielleicht sind die auch awesome. Holen wir die mal. So, hier. Alter, mal wie? Ey, von wo weit wurde ich denn jetzt getroffen? Was ist das denn? Also, das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Oh, hätte ich alles einsammeln können. Ich habe nicht mal ein Gebäude gebaut. Nein. Ja, die scheinen ja nur auf meine Gebäude drauf zu hämmern. Ist auch nicht so schlimm. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, der trifft doch nie im Leben. Oh, sehr schön. Okay, doch, sehr schön. Hat mir gefallen. So, da ist... Ach, ich bin hier. So nah an die heran möchte ich ehrlich gesagt nicht gehen. Ich nirgends was bauen. Na super. Ich würde am liebsten das hier nehmen. Aber das ist so kacke hier zu zielen. Was ist das hier platt? Bams. Den kann ich ja angreifen, ne? Da bin ich dann auch Game Over. Die Festung darf ich glaube ich nicht zerstören. Aber ich darf halt ja wohl ein bisschen angreifen, oder? Ja, kann ich. Steht halt ein Kriegsrat von niemanden, das wäre irgendwie. Da kann zerstören sie seine Gebäude und umstellen sie seine Festung. Zerstören sie nicht seine Festung und fügen sie ihm kein Leid zu, ja. Ich habe ihm schon Leid zugefügt. Was zum Teufel? Boah, ich hoffe jetzt... Dingens. Also nicht. Würde ich trotzdem noch weitergehen. Ja, die... Verzweifeln ja gerade. Also ich habe den 2 Schaden angezogen. Also... Was ist das denn für eine Reichweite? Ja, aber oh, war ich jetzt noch genau in dem Winkel oder was? Was ist das denn, ey, für ein Dreck? Kann doch nicht sein. Aber die verzweifeln gerade an. Hier meine Dingens. Oder dürfen die nicht zerstören, ne? Sonst kriegen wir Probleme. So, jetzt können wir da was hinbauen. Hi. Zack. Mach mal langsam und vorsichtig. So. Wurde ich von der Explosion nicht getroffen? Hm. Ja, wir kommen immer näher. Das mit dem Wunder macht mir gleich ein bisschen Sorgen, ey. Was ich da machen muss, ey. Guck ich das an, was für eine Reichweite ich getroffen wurde. Meine Güte. Ja. Die konnten auch schon mal besser ziehen, ne? Ach, ich bin wieder hier, okay. Wolfe. So, die Mine, ich pass auf die Mine auf. Mach eine alte Oma, ja, super.
sagt, das schaffe ich nicht. So. Oh. Ich glaube, ich bleibe lieber hier mit dem. Ja, lass mal. Ich dachte, da wird sich waffenmäßig ein bisschen besser lohnen, aber anscheinend nicht. Boah, du wirst ja nicht den treffen, oder? Ja, oh Gott! Nein! Oh, das war so klar. Leck mich, warum müssen immer meine Hauptcharaktere versterben, ey? Das ist immer mein Hauptcharakter. So, jetzt. Na, warte, ich mach dir. Die Bergfutter ist kaputt, ey. Aber da immer das ist. Jetzt habe ich ein Kolosseum, ne? Ja, Kolosseum. Wisst schon. War wieder abgeht, ey. Nein, das ist zu weit. Verdammter Dreck. Das war beigelaufen. Ich wusste genau, dass so ein Kack passiert, ey. Wollte erst nicht benutzen. Also ist es ja da ganz oben. Mich stört das echt ein bisschen, dass immer mein Hauptcharakter stirbt. Immer mein Orm, ey. Kann schon wieder nichts bauen. Nein. So, wehe. Ich werde schon wieder von der Kackmine getroffen. Dann gehen wir mal weg von da. Erstmal das Kackding da kaputt machen. So. Ja, komm, da macht auch gut Schaden, hallo. Wo ist die Samurai Matt? Samurai Fred. Samurai Ian. Oh, ein Vogel. Geil. Oh, wie du gehst in das große Ding rein. Ja, geht da rein. Oh, wir von Granate, meinetwegen. Mein Dreier-Team schafft das schon. Ohne Orm! Boah, ist ja geil am Springen. So. Oh, ein bisschen langweilig, mal nur die Waffe zu sehen, ne? Die kriege ich gar nicht mehr getroffen gleich. Na, knapp. Da habe ich doch gar nicht mehr von der Perspektive. Habe ich jetzt so einen kleinen Turm hier kaputt. Uff, zum Glück treffen wir uns gar nicht, ey. Ja, das Ding kann es ruhig anschießen, mir egal. In den Wehtun. So. Put. Put. So, was kann die alle dahin zu stellen, ne?